Und ich hatte immer so Sachen so, ja, du bist einfach nur Komplimente immer. Voll süß eigentlich. Ja, Okay, Flash Torre, ein bisschen Sandra gucken. Warum nicht? Warum nicht? Guck mal an. Sandra schleicht sich in der Halloween-Nacht in die Grundschule. Das hört sich sehr, sehr weird an. Aber es wird bestimmt ein super Video. Sandra, und deswegen ist das leider wieder eine 6 geworden und auch dein Strichmännchen bekommt leider keine Extrapunkte. Wieso nicht? Ich Männchen mal, hallo, für Sandra, ist das krass. Sandra? Sandra, sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ja, sorry, ey, ich habe einen Brillenschaden, ey. Ich bin ein bisschen neben der Spur. Sandra, du musst dich mal Ein ein bisschen mehr Brillenschaden. konzentrieren. Du lässt dich zu leicht ablenken. Ja, sorry, ey. Ich kenne das ja auch. Hier, das Bild meiner Tochter. Sie ging früher auch hier auf diese Schule. Sie ist wirklich ein Engel. Ja, ich hab doch gedacht, Stinkefuß Stefanie stört das nicht, wenn ich sie so nenne. Was? Stinkefuß Stefanie aus dem Para, die neben Pickelpeter sitzt. Sandra, davon habe ich gar nicht geredet. Du hast mir anscheinend wirklich nicht zugehört. Alter Sandra. Hört. Ishi, das Ess muss mit? Sandra, wo bist du denn mit deinen Gedanken? Heute Abend ist doch Halloween und Sascha hat mich eingeladen, mit ihm einen Oh. Gruselfilm zu Geht gucken. er etwa immer? Ja, auf jeden Fall. Also sobald es auf YouTube rauskommt, 24 Stunden später, gucken wir uns das auf jeden Fall an. Also nicht genau 24, kann auch mal 2 Tage sein oder sowas. Aber da habe ich Bock drauf, es mit. Da habe ich Bock drauf, es mit euch zu gucken, auf jeden Fall. Also wenn ihr mit mir zusammen angucken wollt, guckt es vorher nicht an. Ansonsten am besten nicht spoilern, ne? Das ist wichtig. Immer noch was mit dir und Sascha. Es ist kompliziert. Ja, das glaube ich auch. Aber er will heute Abend einen Film mit mir gucken. Und jeder weiß ja, was das bedeutet. Ah ja, was denn? Naja, zusammen Film gucken heißt ja. Also, das heißt ja. Das heißt, dass man zusammen Film guckt. Was? Na, Sie wissen schon. Was heißt das? Eigentlich will er gar keinen Film gucken, Ja, was? Oh Knutschen. Gott, mein Würgereiz ist wieder Knutschen. da. Wegen Knutschen? Nee, wegen dir. Sexy hoch 10, ich weiß. Also Sandra, kommen wir mal wieder zurück zu deinem Test. Boah, ey, ich hab keinen Bock, ey. Ich muss nach Hause und schlafen. Wieso denn das? Weil ja heute Halloween ist, wollen Sascha und ich eine Mutprobe machen. Und da muss ich fit sein. Oh Mann. Wir wollen abends um die Schule schleichen. Oha. Macht sie nicht. Ist ja fast wie ein Lost Place. Sandra, das ist keine gute Idee. Wieso? Wollen Sie im Fahrradkeller wieder mit Frau Pummeluff rumfummeln? Wir haben uns nur umarmt. Sieht auf den Handyvideos auf TikTok anders aus. Sandra, du weißt selber, was in den letzten Monaten hier Mysteriöses an der Schule passiert ist. Ja, klar. Etwas, was kein Mensch auf dieser Welt so wirklich erklären kann. Ich habe eine Oha, was passiert jetzt, Löffli? Matheaufgabe richtig gelöst. X-Faktor, das ist unfassbar. Wie? Eine richtige Matheaufgabe gelöst? Sandra bekommt doch endlich mal Gehirnzellen. Gerade schon angerufen und will die Story verfilmen. Nein, Sandra! Hast du das denn nicht mitbekommen mit Gabi? Gabi? Ja! Aus der Para? Ja! Gammelzahn-Gabi? Ja, Gammelzahn-Gabi, meine Güte! Was ist mit der? Außer dass ihr Zahn weiterhin vor sich hingammelt. Sie war vor 3 Wochen auch hier nachts an der Schule. Mit ihrem Freund Dominik. Dominik aus der Para? Ja! Durchfall, Dominik? Meine Güte, Sandra, hör mir doch mal. Durchfall, Dominik. Was ist Mathe? Ich glaube, das ist so das Gegenteil von Deutsch. Statt Buchstaben hast du da Zahlen irgendwie und komische Striche und Punkte, verstehe ich auch nicht. Mal zu! Ich kann nichts dafür! Dominik hat immer eine Bremsspur in der Hose. Die zwei waren nachts hier und sind jetzt in der Psychiatrie. Vielleicht haben Sie das Fummelvideo von dir und Frau Pummeluff gesehen. Sandra! Bitte tu mir einen Gefallen und komm heute Nacht nicht hierher mit Sascha. Es passiert. Tu mir einen Gefallen und. Vielleicht haben Sie das Fummelvideo von dir und Frau Pummeluff gesehen. Sandra! Ach so. Bitte tu mir einen Gefallen und komm heute Nacht nicht hierher mit Sascha. Es passieren mysteriöse Dinge an dieser Schule. Aber Sascha und ich, wir. Vertrau mir! Ich weiß, wir zwei haben nicht immer das beste Verhältnis.
Aber du musst mir vertrauen. Bitte verspreche es mir, Sandra. Boah, ey. Verspreche mir, dass du heute Nacht nicht an diese Schule kommst. Ja, okay. Verspreche es. Ich verspreche es. Danke, Sandra. Vielen, vielen Dank. Ich frag mich warum. Auf geht's zur Schule. Das wird richtig geil, ey. Ich werde so tun, als ob ich Angst hab. Und dann werde ich Sascha so die Arme fallen. Oh, so romantisch, ey. Roffel. XD. LOL. Sheesh. Roffel, LOL. Wo bleibt der Ochse, ey? How to make sticker with sticker app. It's easy. First, make... So, Sascha, ich warte jetzt schon über 30 Minuten auf dich. Das ist über eine Stunde, Sascha. Über eine Stunde. Was? Wenn du in 4 Stunden nicht hier bist, ne, dann... In Mathe ist sie echt nicht gut, wa? Bin ich weg. Ich dachte, das wäre eine Dreiviertelstunde. Ich lasse nämlich nicht alles mit mir machen, okay? Okay, das scheint in 5 Stunden. Ich warte noch 5 Stunden und dann bin ich weg. Ich hatte nämlich auch meine Ehre und meinen Stolz. Noch 5 Stunden warten. Private Nummer? Private Nummer? Ich habe niemanden eingespeichert oder private Nummer. Lol. Hallo? Öffne die Tür. Wer bist du? Öffne die Tür. Herr private Nummer, haben wir eben auf der Party rumgemacht oder so? Hallo? Hallo? Miau. Wieso ist die Tür auf von der Schule? Oh Gott, warum ist sie auf? Hallo? Sascha, bist du schon da? So scheiße singt eigentlich nur Svea. Svea? Svea, bist du hier? Lol. Oh. Nein! Okay. Das Seil einfach. Mhm. Das Seil einfach dran. Vielleicht ist Sascha ja oben. Go, Sandra. Du schaffst das. So hätten wir eigentlich an Henry gucken können. Oh mein Gott. Da ist Tinky Winky Dipsy Lalapo. Bleiben sollen, wie der Lehrer das gesagt hat. Hallo Sandra, möchtest du ein Spiel spielen? Nee, bin eine schlechte Verliererin. Du darfst entscheiden. Willst du spielen, so spiele. Willst du gehen, so gehe. Ich gehe, weil ich muss draußen noch auf Sascha warten. Tschüss! Dann wirst du aber auch nicht erfahren, wie hoch das Preisgeld ist. Preisgeld? Da mache ich mit. Welches Preisgeld? Solltest du 2 Spiele überstehen, so erwartet dich ein Preisgeld. Und wie hoch ist dieses Preisgeld? Es erwartet dich ein Preisgeld in der Höhe von 100 Euro. 100 Euro? Ja, 100 Euro. Nicht ganz synchron. Das ist ja nicht so viel. Ja, also... So, ich habe jetzt mit ein bisschen mehr gerecht. Also, das verstehe ich. Aber es fällt mir nicht so auf. Es wird ja alles teurer. Da muss ich selber auch gucken, wo ich... Also, ja. Kabu, Hallöchen. Wie geht's dir heute Abend? Na du, wie geht's? Trinken, da muss ich gleich was holen. Ich hole jetzt was, während lesen du antwortest. Ganz gut. Wie läuft denn deine Arbeit?
Und guck mal, ich hab ja so eine richtig süße Löffli bei mir. So eine richtig süße Löffli-Löffli-Löfflilein. 100 ja. Euro haben oder nicht haben. Da muss man drüber nachdenken. Ja. Sind 200 Mark. Wer ist Mark? All. Bis 48 Pausen und Feierabend. Ja, nein, da bist du richtig gut noch zu Hause, ne? Vielleicht können wir dann ja. Ich habe versucht, Paper Mario zu spielen, ne? Das Problem ist, irgendwie bleibt das Spiel immer stehend, die ganze Zeit. Und dann habe ich aufgehört. Mal gucken, ob es beim nächsten Mal klappt. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, ob ich das weiterspielen kann. Wenn es mit den Lags so weitergeht. Mit dem Spiel, mit den Aufhängern. Jo, dann habe ich auch mal 10 H voll, ja. Aber nein, da kannst du ja zugucken. Bis 48. Oh, ups. Ey. Also, Sandra, spielen oder nicht spielen? Spielen oder nicht spielen? Ich spiel. Sehr gut. Was muss ich machen? Erst einmal gehst du in diesen Klassenraum und ziehst die Klamotten an, die ich für dich bereitgelegt habe. Okay. So, und jetzt? Was ist das? Die Klamotten, die da lagen. Nein, nein, das ist das Falsche. Die lagen da. Sorry. Ist mein erster Tag hier. Entschuldige bitte. Sag mal. Links die Klamotten. Links. Also die anderen. Sehr unangenehm. Ich entschuldige mich. Unangenehm. Ah. Ja, absolut. Absolut. Genau. Klare Ansagen bitte, ja? Alter, das klingt. Die Nummer 1511. Und jetzt? Hallo Sandra. Durchfall, Dominik. Ich dachte, du wärst in der Psychiatrie. Die haben mich gehen lassen. Wie hast du das geschafft? Ich darf nie früher gehen. Die haben so dolle Angst vor mir, Sandra. Okay. Suchst du Sascha? Ja. Weißt du, wo er ist? Sascha ist jetzt an einem besseren Ort. Und wo? An einem besseren Ort, Sandra. Bei Murats Dönergrill oder was? Ich muss jetzt los. Tschüss. Ja, mach's gut. Auf Wiedersehen. Oh Gott, Durchfall. Dominik hat wieder zugeschlagen. Oh, Würgereiz. Alter. Die versuchen, Sandra Angst zu machen, ne? Aber Sandra versteht gleich, was abgeht. Die ist einfach zu dumm, um es zu verstehen. Oh mein Gott! Was ist das hier? Na, schon etwas Angst, Sandra? Ich bin eher verwirrt, als dass ich Angst hab. Hör mir zu. Komm nie wieder auf diese Schule. Wieso? Diese Schule. Scheiße aufgeflogen. Ach, du Scheiße. Herr Lehrer? Ja, Kacke. Du lol. Kacke. Was soll das denn, ey? Scheiße. Ey, die sind voll der Psycho, ey. Sandra, ich wollte dich erschrecken. Das alles hier, das wurde also von Ihnen geplant? Ja, Sandra, komm nie wieder auf diese Schule. Wingardium Levin. Harry, komm, lass gut sein. Ist durch das Thema. Danke dir. Hey. Was? Ist durch das Thema. Mach einen Schuh, Harry. Danke. Okay. Ja, tschüss. Check ich nicht. Ich check hier auch nichts, ey. Sandra, du glaubst gar nicht, wie doll du mich nervst. Oh doch. Ich höre mir manchmal meine eigenen Sprachnachrichten an und denk mir so, boah, Sandra, ey, halt einfach deine Fresse, ey. Es tut mir leid, das alles hier war. Es war einfach dumm von mir. Also,
Ist das auch nicht Ihre Tochter? Oh doch, die. Die ist tatsächlich so hässlich. Ach so. Die sieht wirklich so aus. Okay. Hässlich wie die Nacht. Dominik, kannst rauskommen, der Lehrer ist aufgeflogen. Dominik? Ja, Dominik, der mich erschrecken sollte eben. Ich habe Dominik nicht Bescheid gesagt, dass er herkommen soll. Oh. Was? War er hier? Ja, er war gerade hier im Klassenzimmer. Aber... Verarschen Sie mich nicht? Nein, ich würde nie einen Schüler zu so etwas zwingen, Hallo, dass ich... Hallo, ich bin's wieder. Jetzt habe ich selber eine Bremsspur in der Hose. Was? Was machst du hier? Ich wollte doch nur spielen. Du wolltest spielen? Wollt ihr mit mir spielen? Kann das sein? Hat sich das Gesicht von Durchfall Dominik vielleicht so verzerrt, weil... Als ob der jetzt diese komischen Shows draus macht. Als ob... Weil er wieder Flitzekacke in der Hose hatte? Oder hatte die hässliche Tochter etwas mit dem mysteriösen Fall zu tun? Sie glauben, diese Geschichte ist frei erfunden? Da muss ich Sie enttäuschen. Sie geschah wirklich Ende der 70er Jahre in den USA. Glaubt es einfach... Ich kann nicht mehr. Alles klar. Komm, wir lassen den so egal, den kriegen wir heute nicht mehr hin. X-Fakt, was Unfassbare, genau. Ist jetzt Schluss? Ja, es ist Schluss. Das ist der Text. Wir haben jetzt 15 Aufnahmen gemacht. Ich krieg den nicht besser hin. Ich muss immer lachen. Geiles Videoende. Das ist meine Tochter. Aber so richtig gutes Videoende. So. Hey, na. Es geht doch Fufu. 48, sagst du? Dann kriegst du noch viel mit. Fast das ganze Video kriegst du noch mit, Cabo. Der älteste Controller der Welt, ich weiß,